Hallöchen und schön, dass ihr beim Samstagsplausch mit dabei seid. Und heute sind hier Nicole und Max. Genau. Und wir backen Max sein Lieblingsrezept. Das könnt ihr auch, wenn ihr das Rezept doppelt nehmt. Ich schreibe es euch wieder unten in die Infobox. Dann könnt ihr das auch gerne für ein großes Blech Kuchen. Wir machen heute eine Form. Max, gibt die mir mal, damit ihr das seht. Und zwar so eine Silikonform. Deswegen nehmen wir nur das halbe Rezept. Ich schreibe euch aber das ganze Rezept. Also, wir müssen zuerst mal hier anstellen. Macht es ein bisschen leiser. Ich versuche lauter zu reden. Und da hinein kommt jetzt erstmal Zucker. Und zwar, wie viel Zucker kommt? 100 Gramm. Und dann kommt die Butter. Und das wird jetzt erstmal schaumig geschlagen. Wir brauchen 60 Gramm ungefähr. Mit dem Ei zusammen schlagen wir das schaumig. So. Jetzt kann ich das ein bisschen schneller machen. So. Dann nehme ich immer gerne noch den Vanillezucker. Zwei Stück. Und wir geben dann ganz langsam bitte 30 Milliliter Öl dazu. Wir lassen jetzt da hinein ganz langsam 140 Gramm Mehl rieseln. So. Eierhammer, Zuckerhammer, Mehlhammer. Genau. Und zum Schluss geben wir da hinein noch zwei große Löffel Kakao, richtigen schönen Backkakao. Ich habe hier, Achtung Werbung, von Backfee. Ich nehme jetzt vier kleine Löffel, aber es werden dann drunter stehen zwei Esslöffel. Das letzte Mal hatten wir Bananen. Die haben wir dann halbiert und mit reingemacht. Das könnt ihr dann auch. Ihr könnt auch Nüsse reingeben, Walnüsse, Haselnüsse, Rosinen. Das ist wieder so ein Rezept, was ihr so verändern könnt, wie ihr das möchtet. Dann wird das gebacken bei 190 Grad 50 Minuten. Ich stelle nach 40 Minuten immer aus. Ich stelle dann nach 40 Minuten meistens aus und tue dann in der Nachwärme fertig backen. Die letzten 10 Minuten oder 15 Minuten. Und dann, wenn das fertig ist, halte ich dann meistens an und mache das Backpulver dazu. Ganzes Päckchen. Und dann stelle ich noch mal an. Genau, und dann kommt auch noch die restliche Milch dazu. Und zwar brauchen wir 100 Milliliter Milch.
Ihr seht jetzt, wie schön der Teig ist. Ja, meistens sind das die Sachen, die man vergisst. Milch und Backpulver. Deswegen habe ich mir das so angewöhnt, zum Schluss das dazu zu geben. Und so bin ich ganz sicher, dass das immer dabei ist. So, ich denke mal, ihr seht jetzt, wie das hier schön, man sieht richtig schön, wie der Teig in Form ist, wenn das so aussieht wie da. Und wir werden das dann in die Silikonform, deswegen brauche ich kein Backpapier. Und ich brauche auch keine Butter, weil ich eine Silikonform habe. Und damit ist jetzt unser Video auch beendet. Alle Infos unten in der Infobox. Viel Spaß beim Nachbacken. Das wird bestimmt auch von euren Kindern ein Lieblingskuchen.